Eine bayerische Nacht im Augustinerkeller. Ruppenstein, Heinze, genannt Ruppi. Grüß dich, Gunnarhard. Wir sind jetzt quasi heute im Augustinerkeller und da ist er allweil pfundig, allweil griebig, allweil schön. Aber heute ist ein besonderer Abend. Wir trauen quasi heute bei einer Veranstaltung, die einzigartig in München ist. Wir trauen heute quasi mit dir eine Geschichte über eine Veranstaltung, die legendär ist, die uneingeschränkt super ist. Erklär mal unsere Münchner Videozuseher, was wir heute abends trauen. Du hast den Arm richtig gehabt, was du gesagt hast, die einzigartig ist, das glaube ich halt nicht ganz hieß. Es gibt noch andere Sachen in München auch in dieser Richtung, auf dieser Basis, aber mein Fest, ich sag, oder unser Fest, die Bayerische Nacht, ist einfach in Anführungszeichen anders. Anders, ja. Weil darum sage ich ja einzigartig, anders ist ja immer einzigartig. Anders, ja. Weil ich wahnsinnigen Wert drauf lege, auf saubere Trachten. Ja. Fesche Weiberleute, ja. Mit dem Mannsbilder dazu. Ja, das ist genau fun. Nach dem müssen wir gehen. Wenn wir da hinten, wen haben wir denn da? Wie hast du denn da organisiert? Der Sigi. Ja, grüß dich und Sigi. Ja, grüß dich und Sigi. Du bist ja quasi auch ein Münchner Original, kann man sagen. Ja, original, ja. Und wo spielst du normal? Ja, überall. Auf der ganzen Welt eigentlich. Auf der ganzen Welt normalerweise, weil die haben sie ja erst kurz einmal in Rio de Janeiro an der Copacabana gesehen. Ja, stimmt richtig, das? Richtig, hast du schon richtig gesehen. Und da waren richtige, schöne Mädels um dich rum. Du warst ein brutaler Frauenheld. Ja, ein Frauenheld, sagst du. Ja, das ist ein Wahnsinn. Ich sitze bei einer Olympenbahn und du spürst den Innenstand. Es ist so anders als daheim. Staatsminister aus der Dienst, der Dr. Thomas Goppel. Oh, da muss man mal die Kamerafrau bitte rüber rein. Das ist wirklich der Herr Goppel, das ist der Sohn vom Goppel von sich, gell? Jawohl, das ist mein Schirmherr über das Fest. Was treibt euch da her? Ja, was wohl? Ja, mei, weil wir uns gedacht haben, es hat geheißen, da kommen die Leute mit der echten Tracht. Ja. Und die haben wir an und haben wir gedacht, da kommen. Die hübschen Mädel natürlich auch. Die hübschen Mädel, wo habt ihr eure Mädel? Was hast du denn, Mädel, heute? Was tut dein Verlobte, deine Frau, deine Freundin? So. Da bin ich gespannt. Hast du schon mal Greis auf Südtirol mitgenommen? Und irgendwann bleib ich dann dort, lass alles liegen und stehen, gib mir daheim für immer gut. Also wir haben eine Umfrage, es sind nämlich in München und Umgebung ganz viele Singles. Und Fremdgehen ist in. Da darfst du erst heute am Fremdgehen. Ja. Nein. Ja. Bist du brav? Ja. Ganz ein braver, ja. Anständiger, heiratest du? Ja. Wann? Bald, aber wenn, dann eine Herrin, glaube ich. Ja, ja, Freunde. Schon, gell, jeder seid du nicht. Ja, gut, da bin ich mal die darf nicht, was? Bei mir ist das was anderes. Da bist du quasi frei. Ja. Du musst halt obacht geben, ist ganz gefährlich da herin. Ich bin ja ein großes Mädchen. Ja, ein großes Mädchen, aber freiwillig, in der freien Nacht, ja. Heute ist die bayerische Nacht, eine freie Nacht. Ja. Ja, hast du keine Angst? Nein. Da hinten, schau mal dahinter. Schaut mal dahinter, da hocken Burschen. Die sind brutal. Sie ist nicht deine Freundin? Na, selbstverständlich. Ich schon, ja. Sie hat gesagt, sie ist solo da. Nein, sie ist ja. Sie hat das Band links, weißt du? Haha, das sind ja quasi lauter Lügen. Die leisten alle umeinander, trickseln alle rum. Darauf gebe ich dir mein Wort, wir für Jahre noch vergehen, irgendwann bleib ich dann durst. Habt ihr schon nicht die Buben da gesehen? Nein, überhaupt gar nicht. Warum nicht? Ja, ich weiß nicht, hier ist irgendwie alles fad. Wie so? Fad! Fad sind sie so hier? Ja. Du wirst heute mal Stimmung machen, der wird heute mal eine Dingerschiene raus und Gas geben. Ja, ja, jetzt, jawohl! Meine Dame, schaut sie, die springen, ja! Endlich, schaut sie, wird die umeinander springen. Ja, jawohl! Und jetzt da hätten wir natürlich feste Mädels, braucht man dann noch so richtig Hundsbaum, schau mal dahinter. Hab ich dir die Grüße? Jetzt verrat mal, ihr hockt da wie so ein Burschenverein. Nein, wir sind die Schnäuzer von Pang. Wer seid ihr? Die Schnäuzer von Pang. Die Schnäuzer von Pang? Ja, weil was bedeutet das? Die Gordelschmelzer von Pang, wir haben ja gerade ihr seid die Gordelschmelzer, die Herrin gerade machen. Ja, freilich. Ja, wie viele Gordeln habt ihr dabei? Wir haben 6 Schnäuzer und 3 Musiker. Au, wer zwick. Und wo habt ihr die Mädels? Ja, die Mädels sind ja daheim. Die sind mein Ausflug. Und zwei Tomatik will. Dreht sich alles nur um Macht und Geld. Nicht zum Funkenstein da drauf. Jetzt haben wir einen Inflagranti erwischt, da ist er, das ist er. Dieser junge Mann hängt permanent in irgendeinem Krug von anderen. Entschuldigung, was? Den Krug her. Bitte eine Frage. Ja?
Die Krüge gibt es im Augustiner? Ja, die gibt es im Augustiner, aber das ist nicht dein Krug. Das ist aber nicht dein Krug. Ist das deiner vielleicht? Ja, wir so nämlich genau, so ein Krug ist mir abhanden gekommen. Dieser Krug ist mir vor ca. 20 Minuten da herin gestohlen worden. Tatsächlich. Das bist du. Und wir haben dich jetzt im Vergleich den erwischt. Du kriegst dann vorhin zurück. Vor einer Stunde haben wir schon geredet, dass es so fad ist. Aber jetzt sind doch super Typen. Ja, jetzt sind doch super Typen da jetzt, oder? Ja, super. Ja, super. Ihr habt da ein bisschen ein Bier, schau, ich will die schweren. Jawohl. Könnt ihr das vorstellen, wenn wir noch ein bisschen Bier trinken, dass wir uns dann verlieben heute noch, ihr? Wir sind schon verliebt. Ihr seid? Probieren. Ja, probieren. Aber dann noch ein Bier. Ein Bier, ich organisiere ein Bier und komm dann wieder. Die Herren und die Damen. Zum eigenen Partner Andrea am Platz. Müde die Gäste, da kann natürlich schon passieren, dass sie später der Abend wird, dass er ein paar einschlafen, schaut mal an, wie er müde wird. Mei, der arme Kerl ist müde. Alles, was man verspricht, muss man einhalten, meine Damen. Bitte, ich habe euch da versprochen, dass ich euch einen Schluck Bier bringe. Und deine Schwester auch schon, weil ich bin die Schau neidisch. Geh her zu uns, geh kurz her. Ich habe doch eine Stärkung, genau. Weil mit guter Musik und mit einem guten Bier ist so die Stimmung gleich besser, oder? Besten. Oder ihr seid so gut drauf. Wir sind super drauf. Mit Bier geht's noch besser und mit der Tanzeinlage ist ja, jetzt seid schon Hilde und schon Rosen, habt schon gekriegt. Ja. Weil ihr seid so richtig verliebt oder richtig gut. Wir beide. Nein, mit den Buben, die da sind. Ach so, ja, tja. Also ja. Da hinten ist einer. Wo noch? Da hinten ist auch noch einer. Oh, und da oben? Oh. Jawohl! Entschuldigung, Herr Nachbar. Magst du noch Schickerl? Geh weiter. Trink mal eine halbe miteinander. Geh her. Jawohl. Ist ein sogenannter Muntermacher drin. Wir haben nämlich da noch ein Razzopander. Ja, genau. Also, viel Spaß weiterhin. Ja. Je später der Abend, desto witziger die Gäste. Ruppi, wir trinken jetzt einmal Prost. Ruppi, jetzt müsst ihr da wirklich ein wunderbares, super bayerisches, griebiges, wunderbares Kompliment machen. Dankeschön. Das war da hierin, wir sind jetzt da mindestens 2 Stunden umeinander gegangen. Das war ein Riesengaudi. Ja, hat's dir gefallen? Die Veranstaltung ist ein voller Erfolg. Ja, du, mich freut es in erster Linie, aber das Schöne ist an der Geschichte, es ist ja nicht nur mein Fest. Ja, ich weiß schon, das aber... Es ist ja unser Fest. Augustiner, wir bringen ein wunderbares Augustinerbrief. Und Ruppi, Entschuldigung, jetzt habe ich die Dame reingehaut. Ich wünsche dir wirklich weiterhin guten Erfolg. Lebensfreude, Gesundheit und das war wirklich ein Gaudi, ein Pfundsgaudi. Danke ebenso, sakrischen Dank. Gesundheit vor allem. Wunderbar, das Leben ist erfreut mit dir und so weiter. Pfiat euch gut bis zur nächsten Veranstaltung, wo wir alle wieder gut drauf sind und bayerisch und griebig und wunderbar.